Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Style and Talk und ein Get Ready With Me, irgendwie alles zusammen kombiniert. Ich habe diesen Look geschminkt und ich habe diese Haare gemacht, wobei ich sie gemacht habe als Vorbereitung für morgen. Ich habe mir starke Locken gemacht, die sind mir ein bisschen too much. Deswegen habe ich sie zusammengebracht, aber das werde ich euch alles gleich zeigen. In diesem Video werde ich auch ein Thema ansprechen, das bei mir auf Instagram eigentlich relativ präsent ist, dieses ganze Jahr, und zwar Reisen. Ich habe nämlich eine lustige Nachricht bekommen von einem Follower auf Instagram und das wollte ich unbedingt ansprechen, weil mir das schon ewig im Kopf schwirrt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Schreibt mir gerne immer, wenn ihr Videoideen habt, in die Kommentare. Freue mich sehr darüber. Und jetzt geht's los mit dem Video. Hallo nochmal. Jetzt geht es los mit meinem Make-up. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden. Ich muss mich jetzt komplett schminken. Ich muss meine Haare machen und dann auch zum Zug gehen, denn ich fahre nach Berlin. Das allererste, was ich mache in meinem Make-up, ist eine Lippenpflege auftragen. Und ja, weil sonst geht einfach gar nichts. Ich kann nicht mal meine Lippen bewegen, weil ich das Gefühl habe, die springen mir auseinander. Das ist echt so krass. So, meine Haare sind auch noch ein bisschen nass. Also ich werde sie nachher noch fertig föhnen müssen, bevor ich sie style. Aber solange habe ich sie auf jeden Fall hinten zusammengebracht, damit sie mich einfach nicht stören, solange ich mich schminke. Übrigens, ich bin in love mit meinem Oberteil. Ich bin mal ganz gespannt, wie ihr das findet. Das ist beige, richtig schön cremeweiß mit diesen Knöpfen. Sieht so toll aus. Ja, auf jeden Fall starten wir jetzt erstmal mit der Base. Und ich mische sehr gerne zwei Bases. Und zwar eine von Becca und die andere von Love. Und wisst ihr was? Während ich mir gerade meine Base aufgetragen habe, habe ich gedacht, mache ich aus diesem Video einfach mal ein Style and Talk. Also ich werde über ein Thema sprechen, während ich mir alle Produkte auftrage. Ich werde sie auf jeden Fall alle unten in der Infobox auflisten, falls ich das ein oder andere vergesse zu benennen. Worüber ich sprechen möchte, denn ein Kommentar einer Zuschauerin schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf, schon seit Wochen. Und das Thema ist Reisen. Ihr habt vielleicht auf meinem Instagram, falls ihr mir dort folgt, wenn nicht, please do this. Habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich dieses Jahr wirklich super viel unterwegs war? Also wirklich, das ganze Jahr hat schon mit Sri Lanka angefangen. Ich war mehrmals in Amerika, in Europa sowieso überall und in Deutschland. Und jetzt geht es auch noch nach Australien. Und ja, auf jeden Fall, auf Instagram kriegt man das eigentlich super gut und einfach mit. Und dieses Kommentar, was mir so in meinem Kopf ein bisschen schwirrt und was ich jetzt ansprechen möchte, ist von einer Zuschauerin. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch gerade sieht. Ich bin mir auch sicher, dass sie das gar nicht böse gemeint hat oder so. Und ich habe das auch nicht böse aufgefasst, also überhaupt nicht. Und zwar hat sie mir geschrieben, Olesya, woher hast du so viel Geld, dass du so viel reisen kannst? So. Manchmal bekomme ich Nachrichten, da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ob ich darüber nachdenken soll oder mir denken, weg damit. Das Ding ist jetzt natürlich, bestimmt interessiert die Antwort auch mehr Leute als nur sie. Aber ihre Fragestellung fand ich ziemlich unglücklich, denn sie hat geschrieben, woher hast du so viel Geld, dass du so viele Reisen machen kannst? Woher habe ich so viel Geld? Ich habe natürlich eine Bank ausgeraubt. Ich werde natürlich von meinen Eltern und meinem Mann finanziert. Ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Concealer kombinieren. Ich frage mich manchmal auch, bei manchen Fragen, die ich so gestellt bekomme online, denke ich mir, okay, vielleicht ist das einfach ein ganz junges Mädchen, die sich nichts dabei denkt und ja, einfach aus Neugier einfach mal fragt, ohne sich vorzustellen, dass ich ja wirklich ein echter Mensch bin, der da sitzt und sich das durchliest und mir denke, okay, ist die Frage jetzt echt ernst gemeint? Und meine Antwort ist folgende. Ich habe natürlich keine Bank ausgeraubt und ich werde auch von keinem Mensch finanziert, wurde ich noch nie mein Leben lang. Ich bin sowieso so ein Mensch, der so richtig vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich will immer ganz selbstständig sein und von niemandem abhängig. Nicht finanziell, nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise. Ich will einfach, ja, selbstständig sein. Ich meine, ich bin auch eine erwachsene Frau, aber auch als ich schon jünger war, war ich immer selbstständig, vor allem eben, wenn es um Finanzen ging. Und deswegen ist halt diese Frage für mich so, ich will auch nicht so drauf rumreiten, auch nicht auf diese Person, weil wie gesagt, ich mir sicher bin, dass es nicht negativ gemeint war. Diese ganzen Reisen, wie ich sie mir leisten kann, ich arbeite dafür, Leute.
und das nicht gerade zu wenig. Und so bin ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ihr könnt mal die Leute fragen, die mich persönlich kennen, die mich auch kennen, bevor ich YouTube oder irgendwas gemacht habe. Die werden euch alle sagen, ja, Olesya hat schon immer viel gearbeitet. Ich habe immer geschaut, dass ich irgendwie Freunde, Familie, dass ich alles gut pflegen kann, dabei aber immer viel arbeite. Ich habe früher super viel gekellnert, aber ich habe wirklich mein Leben lang immer mehr gearbeitet als notwendig, immer mehr gearbeitet als andere, sage ich mal. Jeder hat auch seine eigene Art und Weise, seine eigenen Wünsche. Ich war aber schon immer so, wenn ich etwas gerne wollte, dann habe ich das auch bekommen. Egal, was mich das gekostet hat, dann habe ich eben mehr gearbeitet, dann habe ich mich eben mehr reingehängt und mir mehr Gedanken gemacht und oder mal länger drauf gewartet. Aber am Ende hatte ich immer das, was ich wollte. Und das habe ich immer ganz alleine geschafft. Ich glaube, ich versuche gerade selber zu analysieren, warum diese Frage immer noch in meinem Kopf ist und warum mich das irgendwie so ein bisschen gepackt hat, ja. Weil ich habe mich vielleicht indirekt angegriffen gefühlt oder so, weil eigentlich ist so selbstverständlich, dass man dafür arbeitet, oder? Natürlich in meinem Bereich, in meinem Job wird man auch, Leute, ganz kurz muss ich mal erwähnen, dieser Pinsel von Love, der hat diese Form, wie eigentlich auch dieser von Zoeva, der 105er, der hat eben diese ähnliche Form. Hier steht aber leider keine Nummer oder irgendwas drauf, aber das ist dieser tropfenförmige Pinsel. Ich versuche euch den zu verlinken. Was ich aber sagen muss, mit dem könnt ihr das komplette Gesicht schminken. Das ist so krass. Ich habe wirklich ein ganzes Experiment mal gemacht. Ich habe mit diesem Pinsel ein Primer aufgetragen, Foundation aufgetragen, Concealer verblendet, Concealer gesettet. Jetzt werde ich damit Contour auftragen. Der hat aber auch die perfekte Form für einen Highlighter und für einen Blush. Bei dem Lidschatten wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber das ist echt so krass. Das ist so die perfekte Form, wenn ihr mich fragt. Mit diesem Pinsel könnte man echt alles schminken. Ich weiß, man hat dann zwar viele Produkte drauf, pudrige, cremige, aber irgendwie geht es trotzdem auf, muss ich sagen. Ich habe natürlich so einen Job, wo ich auch viel berufsbedingt natürlich unterwegs bin, weil ich auf zu Events eingeladen werde und die sind auch mal im Ausland und so weiter. Und in dem Fall wird die Reise natürlich vom Veranstalter auch bezahlt. Aber die meisten Reisen, die ich so mache, von denen aus ich auch arbeite, die habe ich natürlich alles selber bezahlt, geplant, organisiert und das war nicht gerade alles günstig. Aber wie ich schon zu Anfang sagte, wenn ich ein Ziel habe, werde ich alles dafür tun, dass es auch aufgeht und dass ich das auch leben, machen und haben kann. Und mein Ziel für dieses Jahr war auf jeden Fall Reisen. Ganz, ganz groß stand das auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner auf meiner To-Do-Liste für mein Leben, für dieses Jahr, das habe ich ganz groß in meinem Kopf geschrieben und deswegen habe ich das dieses Jahr auch total gelebt und gemacht und mich darum gekümmert und durch die ganzen positiven Gedanken und eben, dass ich auch wusste, genauso wird es sein, ich werde dieses Jahr viel reisen, habe ich einfach auch die richtigen Emotionen ins Universum geschickt, sage ich mal so. Manche können darüber lachen, manche nehmen das ernst, ich nehme das ernst, ich bin total davon überzeugt von Universum, positive Energie, positive Worte und Gedanken und so weiter. Und deswegen war das für mich klar, dass ich dieses Jahr viel reisen werde. Ich habe mich auch sehr darum bemüht. Ich habe auch alles gut organisiert und ich muss sagen, es ist auch alles immer total gut aufgegangen, weil ich konnte mit meinem Mann reisen, mit meiner Schwester, mit Freunden und so. Das war wirklich sau, sau cool. So, ich benutze mal den Highlighter von Milani, den ich mir in Amerika gekauft habe. Und das immer noch alles mit dem gleichen Pinsel. Wenn ihr Make-up-Artist seid, kriegt ihr jetzt vielleicht die Krise. Aber ich bin kein Make-up-Artist. Ich kann nur von meinen eigenen Skills sprechen und was für mich eben gut funktioniert. Und mit diesem Pinsel ist einfach perfekt. Und dann gehe ich in einen Blush. Und eine Sache, die sich vielleicht auch manche fragen, ist, wie schafft man überhaupt so viel rumzukommen und wie kriegt man das alles gebacken, organisiert, finanziell und so weiter. Also, ich sag mal so, alles, wenn ihr, egal was ihr im Leben angeht, wenn ihr euch gut vorbereitet, dann
seid ihr einfach bestens, wie soll ich sagen, aufgestellt und könnt alles entspannt genießen. Ob es eure Arbeit ist, für die ihr euch vorher vorbereitet, irgendwie genug lernt, zum Beispiel in der Schule, dann fällt euch die Arbeit nicht schwer oder die Prüfung. Wenn ich zum Beispiel meine Videos drehe, dann bereite ich das vorher vor, ich mache mir Gedanken, was drehe ich genau, ich baue mein Set auf, ich nehme mir genug Zeit oder ich schaue, dass ich danach keinen Termin habe, sodass ich keinen Stress habe. Ich stelle mir alles schön hin, ich bereite mich super gut vor und dann mache ich die Kamera an und dann muss ich nur noch sprechen, sozusagen jetzt. Super krass vereinfacht. Die Vorbereitung ist das A und O wirklich bei allem. Ihr seid euch auch viel sicherer und fühlt euch auch viel selbstbewusster, wenn ihr etwas angeht, wenn ihr euch vorher vorbereitet habt. Und so ist es auf jeden Fall natürlich auch bei den Reisen. Das heißt, vorher vorbereiten ist für mich zum Beispiel vorher online recherchieren, als ich beispielsweise nach jetzt Australien. Ich recherchiere im Internet, was brauche ich dafür? Zum Beispiel ein Visum, einen gültigen Reisepass und so weiter. Solche Sachen kann man alles online herausfinden. Und wenn ihr erstmal anfangt zu recherchieren, werdet ihr merken, wie ihr immer weiter, immer mehr Informationen bekommt und herausfindet, was sich jetzt alles gehört, was muss man alles dafür machen, also wirklich Step by Step. Oder ihr könnt zum Beispiel auch jemanden fragen, der dort schon mal war, an dem Ort, wo ihr hin möchtet, nach seinen Erfahrungen fragen und so weiter. Aber auch zum Beispiel erstmal selber bei Google recherchieren. Man kann bei Google wirklich zu allem etwas herausfinden. So gehe ich das zum Beispiel an. Ne? Ich recherchiere einfach im Internet, okay, was muss ich alles machen, damit ich dahin gehen kann, damit ich dort anreisen kann, damit es keine Probleme gibt. Manchmal ist es vielleicht doch ein bisschen komplexer, da kann man mal auch mal im Reisebüro nachfragen. Vor allem vielleicht, wenn man zum ersten Mal eine Reise nach außerhalb Europas macht. Aber ansonsten, heutzutage kann man alles übers Internet selber machen, ist sogar auch teilweise viel, viel günstiger. Dann sollte man auf jeden Fall eine Kreditkarte haben. Ich schminke mich gerade und mache mir zwischendurch immer so Gedanken, was wichtig wäre zu sagen. Kreditkarte. Das ist wirklich eine super, super wichtige Sache, weil ihr häufiger zum Beispiel kein Hotel buchen könnt, kein Auto mieten könnt, wenn ihr keine Kreditkarte habt. Und deswegen kann ich euch das wirklich empfehlen, eben euch vorher um eine Kreditkarte zu kümmern, bevor ihr reist. Auch generell zum Bezahlen ist natürlich super easy, wenn man nicht ständig so viel Bargeld dabei hat. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich zahle immer nur mit Karte. Und als ich jetzt auch in Amerika war, zum Beispiel 2 Wochen in Florida, ich habe nicht einmal mit Bargeld zahlen müssen. Ich hatte auch nicht $1 Bargeld in meinem Portemonnaie. Das war so krass. Da sieht man auch mal, wie weit wir gekommen sind, dass man gar kein Bargeld mehr braucht. Ich benutze jetzt mal wieder meine geliebte Tarte-Palette. Dann gibt es auch alle möglichen Apps, die ich euch auch empfehlen kann, die man auch offline benutzen kann, mit Stadtkarten zum Beispiel, falls ihr zu Fuß unterwegs seid. Da kann ich euch zum Beispiel auch ein paar Apps unten verlinken, die wir in Amerika benutzt haben. Da kann man wirklich seine Standorte markieren und dann von A nach B laufen und die App berechnet, wohin man zuerst gehen sollte, was sich lohnt zu verbinden, falls man zu Fuß unterwegs ist. Wisst ihr, wie ich meine, wenn man ABCDE-Punkte eingetragen hat, dann berechnet die App, okay, geh erstmal dahin, von dort kommst du am schnellsten dahin und so weiter. Aber man kann eigentlich auf Google auch super easy alles einstellen und dann offline nutzen. Also falls ihr zu Fuß unterwegs seid oder auch mit dem Auto, die Karten können gespeichert werden. Sowas ist zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich, aber als wir jetzt in Amerika waren zum Beispiel, habe ich auch eine SIM-Karte dort gekauft, sodass ich immer Internet habe. Auch wenn man in Amerika überall WLAN hat, da sind sie uns wirklich einiges im Voraus und schon seit Jahren. Trotzdem würde ich euch das empfehlen, vor allem wenn ihr so einen Roadtrip macht, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann ist es wirklich super wichtig, dass ihr immer Internet habt, auch wenn ihr zum Beispiel eine Panne habt, dass ihr anrufen könnt. Genau, das ist super wichtig dann auf der Reise. Und was ich auch super hilfreich finde, wenn man sich vorher informiert, und zwar auf YouTube, ja, und auf Instagram und verschiedenen Blogposts zum Beispiel. Man kann sich so viele Bilder, Videos und Beiträge durchlesen und anschauen und sich vorher informieren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Man kann durch Social Media heutzutage wirklich die Hotspots erfahren. Was ist so das Sightseeing? Welcher Ort ist so ein, wo man unbedingt hin sollte? Und das finde ich einfach so hilfreich. Das hilft euch wirklich super, super doll bei der Planung einer Reise.
Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und wie ich mich organisiere ist, ich mache mir immer so verschiedene Screenshots, wenn ich irgendwie über mein Handy recherchiere und was finde, ob auf Instagram, ein Blogpost, Pinterest, ja. Diese ganzen Seiten, da wo ich recherchiere, wenn ich etwas Schönes finde, was mich anspricht, wo ich mir denke, okay, da will ich unbedingt hin, da mache ich mir einfach einen Screenshot und dann ist es einfach nur super easy, später das zu finden und eben sich einfach zu organisieren. Dann, was ich euch auch sehr, sehr empfehlen kann, was mir gerade einfällt, was wirklich eine mega Hilfe ist, falls ihr mit mehreren Leuten reist oder zum Beispiel mit Freunden, also mit jemandem, wo ihr nicht das gleiche Konto habt, ja, wenn ich mit meinem Mann reise, mache ich sowas natürlich nicht, aber ich war zum Beispiel jetzt mit meiner Schwester 2 Wochen unterwegs und wir sind gelandet in Amerika und dann haben wir festgestellt, leider, dass ihre Kreditkarte gesperrt wurde. Das heißt, sie konnte kein Bargeld abheben in Amerika, sie konnte damit nicht bezahlen, ihr waren einfach die Hände gebunden und sie hatte für 2 Wochen sozusagen einfach kein Geld. Hier habe Gott sei Dank ich einspringen können und habe alles mit meiner Kreditkarte bezahlt. Und jetzt kommt mein Tipp. Es gibt eine App, das ist übrigens alles überhaupt nicht gesponsert, ne? Das sage ich einfach alles selber, weil das meine Erfahrungen des letzten Jahres waren. Es gibt so eine App, ich werde sie euch auf jeden Fall verlinken. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ich glaube, Tapt oder so. Dort könnt ihr alles eintragen. Wer hat wann wie viel Geld ausgegeben? Und diese App berechnet automatisch, wie viel jemand wem schuldet. Das haben wir zum Beispiel auf Sri Lanka auch mit meinen Freundinnen gemacht. Wenn wir mal was trinken waren oder wenn, keine Ahnung wo. Wir haben uns natürlich auch eingeladen gegenseitig, gar kein Thema. Aber manchmal hat jemand gesagt, komm, ich zahle das jetzt, es geht schneller oder so. Und dann kann man in die App eintragen, diese Person hat bezahlt für die, die und die. Und wenn die andere Person das nächste Mal bezahlt hat, trägt sie es auch in die App ein. Und diese App trackt halt immer so in 3 Sparten sozusagen am Ende, wer wie viel wem schuldet. Und so weiter. Also plus, minus, was reinkommt, was rausgeht und so weiter. Und das finde ich so praktisch, weil das bringt einen oft so durcheinander, wenn man unterwegs ist. Diese ganzen Geldgeschichten, erstens mal macht es überhaupt keinen Spaß, auch jemand zu sagen, ja, irgendwie, vielleicht, ich krieg noch Geld von dir oder so. Aber in dieser App steht das halt alles schwarz auf weiß sozusagen. Und das kann man immer wieder sehen. Und das ist einfach super unübersichtlich und perfekt. Das funktioniert auch so im Leben eigentlich ganz gut, wenn ihr zum Beispiel für ein Geschenk Geld sammelt oder eine Party macht und zusammen veranstaltet und zum Beispiel Geld zusammenlegt oder so. Der eine zahlt Essen, der andere die Torte, der andere irgendwie die Location oder so. Dann kann man das über diese App auch super gut planen. Und das wollte ich euch mal erzählen, weil das war für uns im Urlaub mega die tolle Hilfe. Okay, ich mache jetzt auf jeden Fall meinen Eyeliner, meine Mascara und dann bin ich wieder zurück. Sonst dauert das alles viel zu lange. So, wie ihr vielleicht auch gerade bemerkt habt, ist mein Make-up jetzt nicht unbedingt super duper auffällig und aufwendig. Aber ich werde jetzt sowieso die meiste Zeit einfach im Zug sitzen und 5 Stunden nach Berlin fahren. Deswegen wollte ich nicht zu viel machen. Ich habe heute Abend eigentlich nur ein Dinner-Date, deswegen schaue ich so aus. Und auf die Lippen trage ich die wunderschönste Lippen-Kombo auf, die es einfach gibt. Und zwar von Charlotte Tilbury einmal Pillow Talk als Lip Liner und als Lippenstift. Das wäre auf jeden Fall mein Make-up-Look. Ich weiß, dass viele jetzt schon wieder sagen werden, ich war viel zu weit weg. Ich weiß, es tut mir leid, es ist mir auch zu spät erst aufgefallen. Aber wir machen ja auch unsere Haare heute, deswegen hoffe ich, dass es okay ist. Ausnahmsweise ein bisschen weiter weg saß. Auf jeden Fall habe ich eure Nachrichten dazu schon gesehen, dass ihr Bescheid wisst. Einmal gehe ich noch in diese schimmrige helle Farbe und gebe das hier in die Mitte auf. Ein bisschen auch unter die Augenbraue. So, und jetzt kommen eigentlich auch schon meine Haare dran. Ich werde sie zuerst einmal trocken föhnen, weil sie hinten noch ein bisschen nass sind. Und dann mache ich mir Locken und das zeige ich euch am besten im Schnelldurchlauf, weil ich euch das eigentlich schon oft gezeigt habe. Ich werde sie mir heute ein bisschen extremer locken, damit ich morgen schöne Wellen habe, denn heute Samstag, heute fahre ich nach Berlin. Ich bin aber nur Sonntag auf der Glow und ja, einfach als Vorbereitung für morgen, für Sonntag, dass ich einfach ein bisschen mehr Wellen habe, werde ich mir eben heute ein bisschen stärkere Löckchen machen. So, die Haare sind auf jeden Fall trocken geföhnt, habe aber nicht so eine richtige Form, deswegen werde ich mir jetzt Locken machen, weil ich sie schon länger nicht mehr gemacht habe. Ich habe meine Haare richtig pausieren und erholen lassen, weil ich eine Zeit lang wirklich super viel mit denen gemacht habe. So wie gewohnt werde ich sie in 3 Partien aufteilen. Einmal hier unterm Ohr und die untere. Ich fange mit der untersten an, sie zu locken.
Dafür mache ich die Haare hier oben erstmal zu. Und dann habe ich hier einen, so einen Hitzeschutz von GHD, Heat Protect Spray. Ja, ich benutze nicht immer einen Hitzeschutz, muss ich sagen. Das ist vielleicht doch nicht gerade vorbildlich. Aber wenn ich sie richtig ordentlich pflege, dann haben sie auch, also beim Waschen, dann haben sie auch eine schöne Schutzschicht, dass man nicht unbedingt einen Hitzeschutz noch drauf machen müsste. Also ich meine Spülung, Öl, Maske und so weiter. So, danach werde ich diese untere Partie erstmal locken. Mit meinem geliebten Lockenstab von Remington. Diesen spitz zulaufenden, der passt super gut für kürzere Haare. So, und dann werde ich die Partien unterschiedlich nach innen und nach außen locken und halte den Lockenstab so ein bisschen von oben. Muss auch nicht unbedingt jede Strähne locken, weil unten hängen sie sich meistens super schnell aus, ne? Weil die ganzen anderen Haare drüber liegen. Und die Spitze halte ich immer so ein bisschen weiter weg fest, damit es ein bisschen messiger ausschaut. Hinten muss ich wirklich sagen, das ist super gefährlich, aber ich mache das echt einfach nach Gefühl. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Ihr könnt natürlich auch ein Handschuh anziehen auf die richtige Hand und später zum Beispiel, wenn ich irgendwelche geraden Haare finde oder gerade Strähnen, wo ich mir denke, okay, da müsste auf jeden Fall noch was hin, sowas zum Beispiel, da kann ich ja auch noch mal separat und einzeln hingehen und die einzeln noch mal nachlocken. Und hier mache ich eigentlich genau das Gleiche. Ich drehe die Strähnen jeweils zum Gesicht, weg vom Gesicht, immer abwechselnd, aber die um das Gesicht herum drehe ich immer weg vom Gesicht. Und hier halte ich den Lockenstab auch nicht zu lange dran, weil die Haare sind hier vorne natürlich super empfindlich und lassen sich auch sehr, sehr schnell locken. Und falls ihr euch fragt, auf welche Hitzestufe ich das Ganze hier eingestellt habe, ich bin bei 180 Grad und das eigentlich immer. Und hier oben aber muss man wirklich super gut aufpassen, dass man wirklich alle Strähnen mitnimmt, weil am Oberkopf, da sieht man natürlich alles, ne? Alle Fehler, beziehungsweise ob auch wirklich was gewellt ist oder eben nicht. Sudele! Dann schauen meine Haare erstmal so aus. Ich habe sehr viele Haare, deswegen dauert das bei mir immer so ein bisschen. Das sieht natürlich völlig extrem und nicht wirklich schön aus. Ich lasse es aber auf jeden Fall erstmal abkühlen und dann geht's weiter. Wenn es jetzt zum Beispiel abends wäre und ich würde mich für morgen vorbereiten, würde ich die Haare einfach so lassen und schlafen gehen. Und ich würde sie gar nicht mehr durchkämmen, sondern wirklich einfach so schlafen gehen. Dabei, da ich jetzt aber schon unterwegs sein werde, kann ich natürlich so nicht vor die Tür. Ich werde jetzt mit den Fingern durchgehen. Und dadurch, dass wir die Locken in verschiedene Richtungen gedreht haben, haben wir die Haare natürlich viel voluminöser gemacht. Guck mal bitte, wie ich aussehe. Oh mein Gott, das geht auf gar keinen Fall. Also, deswegen habe ich mir das natürlich jetzt gemacht, damit es morgen schön aussieht, weil bis morgen sich das natürlich alles sehr, sehr schön aushängt und nicht mehr so klein ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde mir jetzt ein Texturspray drauf machen, und zwar von Verb C Texture Spray, was ich euch auch schon mal gezeigt habe, und sprühe mir das so wild überall hin und vor allem auch hinten, ja. Ich schaue nicht, dass nur mein Gesicht herum alles schön ist, sondern auch, dass es hinten alles sitzt. Jetzt sehe ich mit dem Texturspray so aus. Ich probiere wirklich alles rauszuholen an Volumen. Und ich werde natürlich so nicht vor die Tür gehen, das ist klar. Ich werde die mir jetzt irgendwie zusammenbringen, damit sie okay aussehen. Ich die Wellen aber trotzdem noch bis morgen haben kann. Ich werde sie wahrscheinlich einfach hier hinten so zuklemmen. Oder ich nehme mir einfach so ein Haargummi und werde die Haare ganz locker gehalten einfach hinten zusammenbringen und so einen kleinen Dutt machen, so ein Messi-Bun. Und hinten kann man zum Beispiel auch mit einem Bobby-Pin die kurzen Enden zumachen, sodass es sogar nach einer kleinen Frisur aussieht. So, okay, das war auf jeden Fall mein Get Ready With Me, beziehungsweise die Haare zur Vorbereitung für den nächsten Tag. Wer natürlich gerne starke Locken trägt, kann die Haare auch jetzt einfach offen tragen oder eben auch zurück zusammenbringen, so wie ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ein paar Tipps, was Reisen angeht, euch gefallen haben. Vielleicht konnte ich euch das ein oder andere erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Falls ihr jemand seid, der viel reist, wird es euch sicherlich etwas bringen. Und generell, ja, ich bin mal gespannt jetzt beim Schnitt, was ich eigentlich für ein Video produziert habe. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Einschalten. Und jetzt wisst ihr auch, woher ich mein ganzes Geld habe zum Reisen. Vom Arbeiten.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr amüsant und ja, ich reise sehr gerne. Ich will noch die ganze Welt sehen. Ich war schon in sehr vielen Orten, aber ich will noch mehr sehen. Es macht so viel Spaß. Es ist so eine riesige Bereicherung für die Persönlichkeit, für das eigene Leben. Deswegen, wenn ihr könnt, dann kann ich euch das nur empfehlen und ans Herz legen, einfach euch die Welt anzusehen, euch zu trauen, keine Vorurteile haben, Menschen gegenüber, die ihr nicht kennt, Ländern gegenüber, die ihr nicht kennt, Kulturen und so weiter. Also wirklich gar nicht erst respektlos über etwas sprechen, wo man noch nie war. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich auch sehr über eure Kommentare. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen austauschen. Wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, was Australien angeht, freue ich mich sehr darüber. Auch eine kleine Erklärung. Ich werde einen ganzen Monat in Australien sein. Ich freue mich unglaublich doll. Falls ihr die Reise so ein bisschen begleiten möchtet, schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Ich werde sicherlich jeden Tag Stories machen. Und generell, falls ihr zum Beispiel auch einen Vlog haben möchtet oder so, schreibt mir das sehr gerne. Falls ihr ein paar Einblicke aus Australien haben wollt, wenn ich dann dort bin, dann lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich nur freuen. Dann möchte ich euch noch Danke sagen, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!